Gut, wir haben Tag 4 und es ist 3 Uhr und wir haben eine Nachricht bekommen. Hä? Wieso? Was? Was ist denn jetzt los? Wieso? Was? Hä? Warum? Ich habe keine Nachricht bekommen. Ich habe keine Nachricht bekommen, dass der hier kurz vorm Mental Break steht. Warum läuft er jetzt hier sinnlos durch die Gegend? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ist das ein Bug? Dieses Spiel. Na, es ist Alpha, okay, aber lieber Tynan, an dieser Stelle, falls du das Let's Play siehst und falls du Deutsch sprechen kannst, please update this game and delete that bug, please. Thank you very much. So. Weil jetzt habe ich hier den Red nicht mehr. Und jetzt läuft er nur noch hier blöd durch die Gegend rum. Der hilft mir nicht mehr. Jetzt bin ich wieder nur zu zweit. Super. Toll. Super, super. Gut, versuchen wir trotzdem so weit wie möglich zu kommen. Wieso haben wir keinen Strom? Weil es dunkel ist. Und wir keine Batterien haben. Und wir haben auch keine Tische. Nichts haben wir hier. Deswegen setzen wir jetzt erstmal hier einen Tisch und drei Stühle. Vielleicht fängt sich der Red ja wieder ein. Vielleicht macht er auch gerade weiß ich nicht, eine wichtige Lebensphase in seinem Leben durch oder muss einfach mal Abstand nehmen von der ganzen Gesellschaft. Ich meine, er ist ja schon weit ab der Zivilisation, aber das war ihm jetzt schon auch zu viel, ja. Und er muss jetzt einfach seinen eigenen Weg gehen und einfach zu sich selbst finden, ja. Deswegen muss er einfach jetzt ein bisschen Abstand nehmen von den anderen Bewohnern und einfach ja, in sich gehen, meditieren und dann gestärkt aus seiner Lebensphase herausgehen, ne? Mein, das ist halt Red, es ist ein Punker, ja. Vielleicht wurde er in der Gesellschaft nicht akzeptiert. Das wissen wir ja nicht, ne? Wir wissen nur, dass alle auf diesem Planeten abgestürzt sind und das Schiff kaputt ist, im Orbit herumtreibt und wir wissen nicht, warum die auf diesem Schiff waren. Warum waren die auf diesem Schiff? Genau, das ist eigentlich auch eine gute Frage. Warum waren diese überhaupt auf diesem Schiff? Warum treiben die sich in der hintersten Ecke der Galaxis herum? Und vor allem die verschiedensten Persönlichkeiten. Ich meine, wenn man sich mal hier die BIOS mal anguckt, was haben wir hier? Wir haben hier einen Aristokraten, Wasteland, Ruffian, was weiß ich, was das heißt. Und dann haben wir noch so zwei Punker. Ein Navy Scientist und der andere ist auch ein Navy Scientist. Warum sind die in dieser Ecke der Galaxis, ne? Vielleicht war dieses Schiff ja auch ein Kolonieschiff, ist dann halt zerbrochen und keine Ahnung, vielleicht sind die ja jetzt hier und wenden ihr Wissen an oder ach, keine Ahnung. Wir wissen es nicht, ne? Da könnte man sich jetzt alles Mögliche zusammenreimen. Naja. Wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen. Das war jetzt hier ziemlich dämlich und wir bekommen eine Nachricht herein. Und ein Solar Flare hat angefangen. Ein Sonnensturm oder so etwas. Und die intensive Verstrahlung wird alle elektronischen Geräte abschalten. Das wird jetzt einen Tag dauern. Ja, gut, da müssen wir halt damit leben. Das ist auch noch nicht gebaut. Warum ist das nicht gebaut? Bau mal. So, und wir haben die nächste Nachricht. Und ein Eichhörnchen ist wahnsinnig geworden. Ja, ich bin ja auch gerade kurz vorm wahnsinnig werden. Aber noch hält er sich in Grenzen. Hier haben wir noch Metalle. Ja. Ach, da geht's schon los. Da wird Neff schon angefallen. Glück gehabt. Jetzt liegt halt dieses Eichhörnchen auf unserer Plantage rum, aber naja. Dünger, sage ich nur. Ist ja alles tierisch, abbaubar, biologisch. Ist auch bestimmt für die Pflanzen super.
so ein totes Eichhörnchen. Daher, ja. So, und der Percy hier hat jetzt auch einen Mental Break bald. Warum? Was ist los? Hat kein Essen, siehst du? Und da geht's schon los. Das ist echt krass. Hat sich das seit dem Update geändert? Dass die schon so schnell hungrig werden? Hier, nimm dir mal hier was zu essen von diesem wunderschönen Raspberry. Ich habe das immer noch nicht nachgeguckt, was das heißt. Ich glaube, das sind Erdbeeren oder sowas. Nee, Erdbeeren sind Strawberry. Ich glaube, das sind Himbeeren, oder? Ja, es sind Himbeeren. Gut, dann iss mal. Damit du großen Stack wirst, mein Bub. Und du hast nichts gegessen. Och Mann, Leute. Das kann doch alles nicht wahr sein. Und der wird jetzt auch uns verlassen. Ja, ach, geh. Mach's gut. Neff macht's jetzt alleine. Ey, das gibt's doch nicht. Ey, Leute, es tut mir echt leid. Es funktioniert schon wieder alles nicht. Aber ich weiß auch nicht, warum das jetzt... Seit dem Update geht das... Ey, ist das echt krass, ne? Die werden so schnell hungrig. Und ich hatte ja einige Nahrungsressourcen. Und die sind auch schon wieder schnell weg. Und das geht so schnell. Und jetzt haben wir die nächste Nachricht. Und ja, toll. Super. Klasse. Irgendein Blitz oder irgendein Licht hat mein... Ach, wisst ihr was? Ich starte neu. Das gibt's doch alles nicht hier. Neu. Ach, was weiß ich. Mach doch Cassandra Classic. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Also dieses Spiel frustriert mich langsam ein bisschen. Es ärgert mich auch langsam wirklich, dass ich jetzt schon wieder dass ich schon wieder neu starten muss. Dabei sind wir noch gar nicht weit voran. Also ihr seht jetzt wahrscheinlich hier jemanden, der, wo ihr denkt, der hat eh keine Ahnung. Ich kann das viel besser. Okay, wenn ihr meint, holt euch das Spiel. Gebt es für ganz günstig Geld. Es ist echt ein tolles Spiel, ja. Nur wenn wir auch mal ein bisschen vorankommen würden, dann würde es auch richtig mal Spaß machen. Aber das hier ist ja eigentlich ja nur Vorgeplänkel, was wir hier bisher machen. Das ärgert mich jetzt gerade echt ein bisschen. So, wen haben wir denn jetzt hier? Wir haben jetzt hier so ein paar, wie sehen die hier aus? So eine Ill, so ein Navarro und so ein Ico, Nico. Das hört sich jetzt ein bisschen an wie nach so einem Final Fantasy Cast, aber das hier ist Rimworld. Und ja gut, versuchen wir es einfach nochmal. Ach, wir versuchen es einfach nochmal mit diesem wunderschönen Haus. Ich fand das eigentlich eine schöne Idee. Wir werden das, Moment, ich probiere mal was aus. Bevor wir anfangen, irgendwo unser Haus zu setzen, werde ich erstmal gucken, wo wir den Boden setzen können. Wo ist denn der Boden? Da. Nein. Nein. Das geht tatsächlich nur hier. Lieber Tynan, das muss besser werden. Also ich möchte gern, dass das anders gemacht wird, dass man seinen Boden überall setzen kann und nicht nur auf diesem rohen Felsen oder kahlen Boden oder was auch immer. Also auch bitte auf dem Gras und auch auf dem Sand. Danke. Gut, dann werden wir unser Häuschen mal hier auf diesem schönen Fleckchen Erde setzen. Das werden wir mal wegmachen. Und ja, wir werden das mal hier. Hier kommt dann der Vorraum hin. Genau. So. Zack, zack, zack. 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 Zack, zack. Und so machen wir das. Und die Wand werden wir jetzt hier hinsetzen. Und das sieht jetzt ein bisschen dämlich aus. Da muss ich gerade mal ein bisschen aufstoßen. Wir setzen mal zwei Türen hin. Pff, weiß nicht warum, aber wir gucken einfach mal. So, und hier wieder die Sandsäcke. Wir planen das jetzt einfach direkt im Voraus. Die Stockpiles und so weiter und so fort setzen wir hier nebendran. Also hier so ein... Warum geht das jetzt hier schon wieder nicht? Ach komm, egal. Nee, das ist voll weg, bitte. Einmal die Pflanzen hier weg, die Kakteen. Und dann diese Dumping-Stockpiles. Tun wir mal hier hin.
So. Dann können wir nämlich das hier löschen. Und machen jetzt weiter. Und werden jetzt einfach mal gucken, wie weit wir kommen. Spulen vor. Das hier könnten wir auch mal benutzen. Dieses Gesier hier. Wir werden mal dafür den Geothermalgenerator benutzen. Da machen wir nämlich richtig, richtig viel Strom. Und sind auch da auch unabhängig von der Sonne. Das ist sehr, sehr gut. Trotz der Batterien, die wir haben, können wir dann trotzdem immer noch Strom erzeugen. So, und können auch hier jetzt mal die Wand auch noch hinsetzen. Und ja, wir setzen uns jetzt mal, wir machen uns mal ein schönes kleines Landhaus, machen uns jetzt mal gemütlich. Und hab schon wieder vergessen, die Dings zu setzen, die Farm. Na, wo ist sie? Da war sie. Hier und hier. Erstmal nur zwei. Wir fangen erstmal klein an. So, ich brauche einen Depp, der das macht. Das machst du. So. Also das ist echt das A und O hier, Nahrung. Wenn das nicht von Anfang an steht, dann hat man sofort verloren. Das haben wir jetzt schon öfters schmerzlich erfahren müssen. Den Nutrient Paste Dispenser setzen wir auch mal direkt hin. Und zwar ja. Mal hier, ja, hier hin. So, und die Zimmer werden wir jetzt nicht auch nicht so groß machen. Jetzt brauchen die eigentlich auch nicht so groß. Das ist ja eh nur das Bett und eine Lampe. Einfach mal so. Und so. Und das dritte Bett werden wir da auch nochmal gleich hinsetzen. Warte mal, vielleicht warten wir erstmal nur, bis das hier weg ist. So, hier haben wir auch noch ein bisschen Nahrung. Das mal bitte einsammeln. Kartoffeln sind das. Leckere, leckere Kartoffeln. Hier haben wir auch noch was. Wir brauchen mal jemanden zum Holen für den Kram. Das soll mal der Navarro machen. Die Navarro und der Navarro, keine Ahnung. Mal die Waffen hier nehmen. Hallo, stopp. So. Läuft. Noch. Strom. Strom, Strom, Strom. Hier hin. Power Conduit. So, jetzt können wir nur noch warten. Zack, 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 zack. Da werden ganz schnell die Kabel verlegt. Jawohl. Hier auch nochmal Kabel, bitte. Danke. Ja, aber schon fertig machen, ne? Mann, Mann, Mann. Ah, ich sehe gerade mein Wecker. Hat geläutet. Das heißt, die Zeit ist um. Und ich bitte euch einfach mal darum, in den Comments zu schreiben, was ich genau falsch mache. Also mir ist eigentlich schon recht klar, was ich falsch mache. Ich habe zu wenig Nahrung. Aber schreibt mir vielleicht nochmal ein paar Tipps oder so etwas, falls ihr das Spiel schon habt. Und sagt mir einfach nochmal, was mache ich denn eigentlich genau falsch? Weil ich habe irgendwie seit dem Update das Gefühl, dass die Nahrung extrem schnell zur Neige geht und auch die unsere Kolonisten weitaus ungeduldiger werden als vor dem Update. Deswegen gebt einfach nochmal ein Feedback und sagt mir einfach nochmal in den Comments Bescheid,
wie man es besser machen kann. Und ja, ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Hoffentlich halten wir das noch mindestens eine Folge durch mit denen oder sogar zwei Folgen. Das wäre schon mal ein Highlight momentan. Und ja, ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut. Bis dann und tschüss.